Auf YouTube, Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgrenzen. Nesca hier! Willkommen zu Draw Stand by Main, im geilsten Yu-Gi-Oh! Podcast aller Zeiten. Sag ich einfach mal Statement, ist mir egal, ist geil. Genau, uns gibt's hier bei YouTube, jetzt gerade live bei Twitch und ansonsten auch bei Spotify. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall mal gönnen, abonnieren und sehr, sehr regelmäßig unseren Podcast audiomäßig genießen. Genau, heute sind wir jetzt auch mal wieder zurück nach einer ein bisschen längeren Zeit, nachdem wir hier aufnehmen konnten. Das Problem ist einfach nur, wir hatten zeittechnisch, und konnten wir uns hier nicht finden, dass wir uns zusammensetzen können, hier eine Episode gemeinsam aufnehmen können. Aber jetzt sind wir auch schon wieder zurück. So, live hier natürlich auf meinem kleinen Twitch-Kanal, wofür wir auch sind. Von dem her können wir auch immer wieder mal vielleicht ein paar Picker hier aus dem Chat mit rausnehmen, aber wir versuchen erstmal in erster Linie euch einen guten Redefluss zu liefern. Entschuldigung, ich habe einen Schlaganfall, was meine Aussprache betrifft. So, also, 2 Tage Stream-Event. Jetzt erstmal so grob. Wie war das für dich? Krass, anstrengend, viel und Euphorie, Emotionen, geil. Ich glaube, zusammengefasst. Wie hat sich's für dich angefühlt? Also, folgendes. Die ersten 6-7 Stunden vom Stream, die gingen also so, ja, easy vorbei. Ja. Und also ja. Die letzte Stunde... Also es konnte für mich nicht früh genug enden, ich sag's, wie es ist. Also da hatte ich selber schon keinen Bock mehr. Einfach nur, weil mir das ein bisschen zu lang ging und Day 2 ging halt wirklich schnell runter. Aber ansonsten, was ich ja schon mal von Anfang an so meine Bedenken hatte, weil bei uns, wir haben ja unseren hier, das ist Casual Vaganza Dream Team Channel, wie du ihn genannt hast. Und zwar, als es hieß, wir machen ein 2-Tages-Event draus, war mir so ein bisschen mulmig erstmal, weil normalerweise ist es so. Viele kommen ja auch auf mich schon zu sagen, Nifska, mach doch deine Remote Locus auf 2 Tage. Du kannst tatsächlich einen Top-Cut spielen. Wir sind immer 70 Teilnehmer. Ja, kann ich. Keine Sau hat aber Zeit und Bock für irgendwelche Remote Locals 2 Tage sich hinzusetzen, um für einen Top-Cut zu spielen. So. Und jetzt bei so einem Community-Made-Event hatte ich so ein bisschen so ein Bauchi-Bauchi-Gefühl. Das finde ich nicht so geil, wenn man sagt 2 Tage. Ob die Leute überhaupt auch Bock haben. Also streammäßig lief super, die Leute waren auch dabei. Das kann ich schon mal sagen. Aber ja, weiß nicht, wie ich das jetzt so, ob meine Bedenken jetzt umsonst waren. Ja, ich hatte die Bedenken auch. Ich habe mich dann irgendwie war ich dagegen und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wir probieren es einfach mal. Ich meine, so ein Konami-Event ist auch auf 2 Tage irgendwie gestreckt, so wir nehmen das jetzt einfach mal mit und probieren es einfach mal aus. Ich glaube, also man muss halt auch ehrlicherweise sagen, 151 Teilnehmer, klar habe ich mir mehr erhofft. Also 200er Marke zu knacken wäre schon schön gewesen. Und jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, was sind die Gründe? So, klar kann man sagen, 2-Tages-Event, Samstag, wo halt auch viele arbeiten müssen. Dann in der Urlaubssaison, viele sind im Urlaub. Dann war es auch noch schweineheiß. Viele haben sich gedacht, ganz ehrlich, Alter, bevor ich mich in mein Dachgeschoss setze für 10 Stunden und mir einen abschwitze, dann lass ich's lieber. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, die... zusammenkamen und deswegen war dann halt wahrscheinlich die Teilnehmerzahl nicht so hoch, wie ich sie mir oder wir sie uns erhofft haben. Genau, was man jetzt aber auch noch vergessen hat, unsere komplette PR, zu Deutsch, alle Werbung fand nur über Instagram statt, basically, und über Discord. Wir haben kein YouTube-Video, wir haben weder Julian angehauen, also Julio, wir haben weder im Schattenspiel angehauen, sondern wir haben nur auf Insta, Leute, hier Turnier, und wir haben bei uns auf unserem Discord, Leute, hier Turnier. Nicht mehr, nicht weniger. Schattenspieler, der geile Typ, der hat mich ja tatsächlich auch noch angeschrieben und meinte so, schick mir mal ein Logo, er will in Junks Playground halt... Genau, also so ein bisschen Werbung, ja klar. Auf der einen Seite, ich hatte keine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kam einfach nicht dazu. Meiste lief, wie du schon gesagt hast, über Instagram und ich meine, bei unserem Discord, also ich meine, beide Discords sind mehr als 2000 Mann stark. Klar, überschneidet sich da viel, wir haben eine große Schnittmenge. 95%. Wahrscheinlich. Aber allein aus dem Pool, selbst wenn du sagst, komm, das sind 10%, was ein Witz wäre, 200 Leute kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Nee, Pustekuchen, irgendwie nicht. Viele sind dann doch auch dem DTV-Discord gejoint und ich habe auch im Nachhinein gesehen, dass viele der, die neu gejoint sind, dann auch die Non-Casual-Vaganza-Rolle bekommen haben. Also die sind dann schon wegen dem Event auf den Discord gejoint, was halt ganz cool ist. Keine Ahnung, irgendwie... Schade, Marmelade. Wobei ich, und vor allen Dingen, ich finde ja, dass es diesmal, also
also gefühlt super reibungslos lief. Also reibungsloser lief es, glaube ich, noch nie. Das Staff-Team und Head-Judge-Team und ja. TO-Team, Alter, unfassbar gut. Also wir haben ja quasi nichts davon mitbekommen, was da im Hintergrund lief. Und das ist das beste Zeichen, weil es reibungslos ablief. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Also, erstmal nochmal kurz auf das Werbeding zurück. Also, wie gesagt, ja, ich bin der Meinung, wir hatten einfach zu wenig Werbung gemacht. Wir hätten beide irgendwie YouTube-Videos machen müssen. Nur du hattest keine Zeit. Ich hatte auch wirklich keine Zeit. Also, von dem her, das ist einfach nur das kritische Problem gewesen. Von uns beiden hatten keiner irgendwie so die Zeit zu finden können. Weil, Leute, wir mussten jetzt knapp 3 Wochen lang Draw Summer Man ausfallen lassen, weil der feine Herr hier meinte, durch die Welt zu tingeln. Oder in München irgendwelche Locals zu spielen, obwohl er aus Bayern kommt. Also nur mal so, ne? Ich hab das mitbekommen, ich folge dir auf Insta. Von dem her, erstmal das. Dann das zweite, aber ja, hätte man beim nächsten Mal besser machen können. Was ich jetzt aber sagen muss, das Event an sich, wow. Das lief ja sowas von wie Butter. Wir hatten keine Infractions, wir hatten keine Zeitverzögerung. Alles war geil. Das Einzige, was halt war, wir saßen, wenn dann im Leere, wenn halt so ein Match irgendwie so nach 20 Minuten durch war, dann hockst du da, fuck, wir brauchen Content für den Stream. Das war unangenehm. Ich kenne aber diese Situation schon oft genug. Ich stream oft genug meine Locals und wurde schon von irgendwelchen Floodgates rausgemacht, dass wir 40 Minuten noch auf der Uhr haben. Von dem her, ist jetzt keine so neue Situation für mich gewesen. Es ist aber einfach nur generell vom Aufbau gewesen. Das Staff-Team war amazing. Wir hatten Judges, die haben schnell reagiert. Wir haben immer einen Feature-Match-Judge gehabt, der saß mit im Table drinne. Und mit dem konnten wir uns kommunizieren. Ich konnte auch zu dem sagen, ich will jetzt, keine Ahnung, Deckliste XYZ sehen. Da hat uns das dann besorgt, dass wir dann das Matchup sehen und so weiter und so fort. Also von dem her, ich habe da keine Probleme gesehen. Und ich sehe schon im Chat, Infractions gab es genug, du meinst wohl Investigations. Genau, dann habe ich da eine kleine Verwechslung gemacht. Es gab kaum Investigations, ich glaube, keine. Zumindest haben wir bei uns im Stream keine Probleme hinter den Kulissen mitbekommen. Ich wüsste nicht, dass es irgendwelche gab oder so weiter und so fort. Von dem her, war einfach geil. Absolut. Und dann tatsächlich, wenn wir schon mal dabei sind, so großer Dank geht natürlich auch raus, die Kollegen, an Tim Temmich, an Daniel, a.k.a. Xadas, Ananias, Eckert, Niklas, Hu und Jonas, die das Event einfach mal extrem sauber geschmissen haben. Genau. Wirklich, ganz, ganz großer Dank geht tatsächlich an dieser Stelle nochmal raus. Ja, also das war Bombe. Hat echt Spaß gemacht von dem Ganzen. Und auch bei uns vom Stream her, ja, ich zum Beispiel das nächste Mal, wenn wir sowas wieder haben, ich habe ein bisschen was vom Stream erlaubt. Ich sag dir jetzt mal was, folgendes. Ich hab mitten im Stream, schreibt mir Julian per WhatsApp, Digga, blend mal ein, welche Runde ihr seid, ich fahr Auto und kann euch nicht zuhören. Oh. Ja, good call, ja. Also das ist etwas, also ja, das nächste Mal, ich muss gucken, dass ich vielleicht in meinem Overlay am besten nochmal so welche Runde, so Game 1, Game 2 oder sowas, dass ich sowas mit einblende. Das ist vielleicht so ein Gedankengang, den kann ich so mit reinnehmen, dass wir da in dem Bereich ein bisschen arbeiten. Und was haben wir denn sonst so eigentlich? Ich glaube, irgendwie, wenn ich es bekomme, dass wir noch einen Timer mit eingebaut bekommen oder irgendwie sowas. Weiß ich noch nicht, wie ich das technisch umsetze. Ich muss gucken. Ich habe ja selber hier einen Timer. Nur das Problem ist, der Timer, den ich bei mir in meinen Locus mit drin habe oder in meinem Overlay, ist ein anderer wie der, der offiziell läuft. Ich muss die, wenn dann, zeitgleich drücken und das ist so ein bisschen ein Problem und ich kann den halt auch nicht verändern. Von dem her muss ich mir da irgendwas ausdenken, wie man das technisch umsetzt. Also da auch von meiner Seite aus dem Stream. Ich weiß, man kann da noch irgendwas machen. Aber ansonsten muss ich sagen, also mir jetzt persönlich, so war bisher mein längster Stream. ich habe mit Mackel die letzte Casual-Vaganza, die ging länger, weil wir da quasi alles an einem Tag gemacht haben. Aber ansonsten, mir hat super viel Spaß gemacht. Der Austausch war extrem gut. Also auch Hut ab an dich. So, du bist auf jeden Fall eine Labertasche und Content-Maschine, so, was das Streaming angeht. Ich habe mich wohlgefühlt die ganze Zeit. Der Chat war phänomenal. Also wirklich, was da auch, also auch wie aufmerksam der Chat war und meinte, nee, das, hier, Misplay oder das ist da ja passiert, da ist das passiert. Unfassbar gut. Also das war wirklich beeindruckend. Ja, wir hatten eine Situation und zwar, da war es, glaube ich, tatsächlich, welches Deck waren das? War das Mathmag? Ich weiß es nicht. Und zwar in der Situation war Splash Mage hat irgendwas gereboundt und das Spiel ist dann im Nachhinein Marines, das war das, genau. Und das Spiel ist dann noch im Nachhinein in Baguska gegangen. Was aber nicht geht, Splash Mage lockt dich in Cybers. Da kam es dann direkt schnell aus dem Chat raus. Dann haben wir auch schnell geguckt, weil und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, habe ich mit dem Judge, der im Table mit drin saß, der hat irgendwelche Pairings gemacht und sowas. Der hat gerade Papierkram irgendwas ausgefüllt. Darum ist es ihm alles in Augen entwichen.
Genau, ja, der ist über einen Splash Mage in Pascalus gegangen. Pascalus specialt ein weiteres Marineside Monster und er wollte dann mit, also ab dem Moment, wo Splash Mage Resolves, er halt in Cybers gelockt und er ist dann, glaube ich, mit den beiden Monstern in Bahamut Sharkaza gegangen. Genau. Und das geht dann natürlich an der Stelle nicht. Und der Stream ist halt komplett durchgerattert mit: Hey, das geht nicht, das geht nicht, das sehe ich nicht. Dann sind wir rein und haben wir das auch da noch repaired bekommen, das Ganze. Was heißt, der repaired, der Gegner hat einen Game Loss dafür kassiert. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt soweit. Das war jetzt eigentlich auch nichts. Ich glaube, das war so die wildeste Aktion, die wir so erlebt haben, so an einem ganzen Event so über. Nee, das stimmt sagen, nicht, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Top 8, Goti. Ja, Goti Mutant hat es in die Top 8 geschafft, hat sein Game gerade gewonnen im Top Cut. Auf einmal muss der Typ droppen. Warum? Jetzt hat jemand bei ihm den Feueralarm ausgelöst im Haus. Alter, das ist auch eine Nummer, ey. Das ist so eine Nummer, Alter. Damit rechnest du gar nicht. Das ist eine Scheiße, ganz ehrlich. Weil ich muss auch sagen, die meisten Leute haben ihn ja wirklich, also überall, wo ich geguckt habe, überall, wo ich das gepostet habe, ja, die Goti-Liste, die hätte ich gerne. Wirklich, die haben alle so Bock auf Mutant Goti bekommen, deswegen. Also, Didakt, Chapeau an dich, der Herr. Du hast dafür gesagt, dass eine Menge Leute wirklich, du hast wahrscheinlich jetzt hier Mutant hochgejagt im Preis. Ja, Mutant Buyouts incoming. Pass auf, morgen im Market Watch. Ich kenne da jemanden, der macht so einen. Ja, richtig. Also von dem her, die DTVK Market Watch machen wir jetzt gemeinsam mit Mutant-Karten teuer. Nee. Aber ansonsten ging es mir tatsächlich auch wie dir. Also die 6 Stunden, also bei der Halbzeit 4 Stunden dachte ich mir, okay, smooth, läuft. Dann noch so 2 Runden gemacht so. Und dann ab der Runde, wo du das erste Mal Pizza erwähnt hast, war ich raus. Oh mein Gott, was hat er gesagt? Er hat recht, absolut recht hat der Pizza, was machen? Ich habe mir dann irgendwann, bin ich hier dann noch aufgestanden, ganz kurz, ich bin gleich wieder da, bin hier um die Ecke und habe mir 2 Kiwis aufgeschnitten und ins Gewicht gedrückt, ja, um irgendwas im Magen zu haben. Ey, und die letzte Runde, da war schon, boah, die Motivation dann auch rauszuholen und dann auch noch die Plays korrekt zu kommentieren, das hat schon weh gestört. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich, und zwar bei mir auch mit, ja, du, ich gehe mal kurz auf Toilette, dann bin ich kurz hoch und habe mir so 2 Hände voll Müsli ins Gesicht gedrückt, dass ich da auch irgendwas so kurz einfach nur irgendwie Kohlenhydrate, irgendwas, dass ich so sitzen kann, weil... Am Leben halten. Ja, richtig, dass du irgendwas im Magen drin hast, habe ich also auch gemacht, also das war, Chat, also man leidet, das ist vor allem so nach so 10 Stunden Stream, also gegen Ende ist scheiße, und der TRC-Stream, unser Event, da war ja wirklich, da ging es uns beiden richtig scheiße, da habe ich ja mit Julian das Ding gemacht, und da war es mir wirklich Häufchen Elend gegen Ende. Das war ja richtig scheiße. So 14 Stunden Streams sind Kacke. Und ich habe da auch schon realisiert, zum Beispiel, Leute, 24 Stunden Streams, lasst das. Das ist nicht cool. Das ist weder für die Zuschauer cool, noch für den Streamer cool. Das ist weder Content, das ist einfach nur der menschliche Verfall vor der Kamera. Was anderes ist das gar nicht. Von dem her, lasst diese ganze Rotze da. Von dem her, und ja, 14 Stunden Stream ist ein bisschen heftig, ist jetzt auch nicht etwas, wo ich sagen muss, boah, muss ich jetzt hier immer gehabt haben, tatsächlich. Aber so heftig, dass sich dann der Kollege Julio irgendwie mit einer Lungenentzündung verabschiedet hat. Vollgas, 2 Wochen lag der flach. Das ist so krass, Alter. Ja. Ja, das ist schon, man unterschätzt es. Also man unterschätzt auch so eine Organisation von so einem Event, so auch wenn es am Ende vielleicht, ich sag mal, in der Stückzahl gar nicht so viele Menschen sind, die das organisieren, aber alle haben tatsächlich viel zu tun. Es ist dann auch doch anstrengend, den ganzen Tag irgendwie halt am Start zu sein, vor allen Dingen auch die Tage vorher. Mhm. Und dann halt natürlich auch ein Stück weit, ist ja das Ding, auch die Verantwortung zu tragen. So. Am Ende, wenn du einen Shitstorm bekommst, so, dann kriegt den genau der ab, der gerade sein Gesicht in die Kamera hält. Und das ist halt eine Verantwortung, so, die halt jeder von uns trägt. Und das wird einem erst bewusst, wenn man es dann 1, 2, 3 Mal gemacht hat. Und ich finde, wir haben es versucht, halt einfach so smooth und vor allen Dingen auch so professionell wie möglich abzuliefern. Und ich finde, sag ich jetzt einfach mal, das ist uns extrem gut gelungen. Ja. Von dem her, also die Overlays haben mir gepasst, wir haben mir die Grafik gehabt, wir haben wirklich alles drauf angepasst, von dem her, ich war hochzufrieden. Also gut, wir beide haben halt aber auch schon Erfahrung mit, wie lässt man ein Turnier geil aussehen und sowas, weil ich mache das ja 2-mal die Woche, basically, und du machst das ja auch immer wieder mal, also von dem her, also da bin ich absolut zufrieden mit dem Ablauf gewesen. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich mit den
unfassbar grandiosen Sponsoren, die wir am Start hatten, Alter, einen Preispool von, ich habe vorhin mal überschlagen, ich glaube knapp 1000 Euro irgendwie zur Verfügung stellen konnten, Alter. Geil. Kostenlose Teilnahme an einem Yu-Gi-Oh! Remote Event, wo ihr euch am Ende irgendwie so ein Badge ankleben könnt. Ich wurde Fünfter oder was auch immer von 150 Leuten und dann darf ich auch noch um Preise im Wert von 1000 Euro spielen. Also, keine Ahnung. Also, Ich will mir jetzt nicht zu oft auf die Schultern klopfen, so, aber wenn man alles einmal zusammennimmt und das auch mal sich aufs Papier schreibt, das ist schon geil, was wir da tatsächlich fabriziert haben am vergangenen Wochenende. Ja. Also jetzt mal so, also zusammengefasst, also wir als Team sind eigentlich zufrieden, wir wissen mit dem, was wir hingesetzt haben. Der Werbeteaser hat gefehlt, also die Werbekampagne war schlichtweg scheiße von uns. Also das Einzige, was wir gemacht haben, die Leute, die sowieso schon bei uns mitspielen, die kennen, haben uns schon mitgemacht. Da hätten wir mehr machen müssen, aber ansonsten grundgefasst war alles geil. Oder? Ja. Also, keine Ahnung, soll der Chat mal was sagen? Ich glaube, wir haben gut abgeliefert. Ja, ich denke auch. Aber jetzt gehen wir mal so auf das eigentliche Matchup, so mit dem ganzen Event. Weil jetzt haben wir so eine Art, wie soll ich sagen, Querschnittübung gelöt hier für die EM gehabt. Glaubst du erstmal, das, was wir gesehen haben, ist repräsentativ für die EM, die jetzt dann bald auf uns zukommt? Also ich sag mal, die einigen Top-Meta-Decks, die wir gesehen haben, wie Tielemans, Sprite, Punk, ich meine, so viel Flurundaries haben wir nicht gesehen, aus Gründen. Ich glaube so, dass die drei Decks sehr, sehr repräsentativ sind. Alles andere, was wir sonst noch so im Top-Cut gesehen haben, also ich gucke mir zum Beispiel PK Fire an, ich gucke mir Mutant Goti an, ich gucke mir, selbst Sky Striker wird ein sehr, sehr schweres Leben haben. Warte, was hatten wir noch? Die restlichen Decklisten habe ich noch nicht gebaut. Wir hatten Punk, hatten wir in den Top 16 noch mit drinne. In Form von Lumpy hat er, glaube ich, Punk gepilotet. Dann, wir hatten sehr viele T-Elements, wir hatten Sprite, wir hatten einen Mutant Goti, wir hatten einen PK Fire, hatten wir mitunter drin, wir hatten einen Mathmic-Spieler nur. Stimmt. Earth Machines hat auch einer in Top Cut. Also das ist mal so das Grobe, was wir jetzt alles erlebt haben. Also, jetzt gehen wir mal so grob durch. Also, waren deine Erwartungen, glaubst du, also ich glaube jetzt nicht tatsächlich, dass Mutant Goti in der EM großartig so mit viel mehr reißen. Didakt, du bist ein sensationeller Spieler, aber nö, halt mal den Ball flach. Also, ich glaube es nicht, dass wir auf DM Mutant Goti auf einmal The Rise kommt aus Nowhere. Ich glaube auch Earth Machine ist nicht so. Ich glaube tatsächlich, das wird tatsächlich Tier Elements und Tier Elements wird da überrennen. Dann wirst du noch viel haben, die mit Sprite überrennen werden und dann halt Mathmax. So, ich glaube, Punk wirst du auch viel sehen und vielleicht hier und da noch ein bisschen Branded Despia. So mit den fünf Decks so ein großes. Dass die so, dass die EM wahrscheinlich auch komplett dominieren werden. Zum Beispiel, das Geile ist, was ich wirklich liebe, es hat nicht ein einziges Flander-Deck in den Top-Guard geschafft. Danke an jeden Einzelnen dafür, ich wirklich. An dem Tag, wo ein Flander-Spieler aus dem Turnier raustritt, das ist ein guter Tag. Ist mir egal, ob er mich dafür scheiße findet, ich hasse das Deck so sehr. Auf jeden Fall, da haben wir nichts davon gehabt. Ich glaube, ein Real-World-Flander hat eine bessere Position in der EM. Es wird viel Flander wahrscheinlich auch noch mit auf den Top-Cut geben. Einfach mal, weil es viel, viel mehr Leute spielen werden und weil es billig ist vor allem. Bin ich der Meinung. Aber mal gucken, was wir haben. Also ich glaube tatsächlich, aber Tier-Elements, Sprite, Punk und Ding, die werden in der EM sein. Das haben wir halt wirklich auch bei uns auch irgendwo gehabt, jetzt halt ohne Flander. Also, aber wir sind auch eine kleinere Zahl an Teilnehmern, wie es bei der EM gewesen. Mein Lieblings-Flander-Moment, um mal kurz einen Themensprung zu machen, war, als wir die Verlosung zwischen Runde 4 und 5 hatten. Ja. Es gab eine Verlosung unter allen Zuschauern und Followern und ne, alle, die im Stream waren. Fuck Flander. Ausrufezeichen Fuck Flander war tatsächlich das Keyword. Ja. Oh, 400 Leute spammen Fuck Flander. Das war wahrscheinlich der beste Flander-Moment ever. Das habe ich auch schön abgefilmt und im Insta reingepackt. Ach so, by the way. Wer will, Link in der Beschreibung, springt auf mein Insta, dort gibt es diese Highlight-Stories. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das Highlights? Ich sag einfach mal Highlights. Dort ist quasi der Moment, von dem wir die Casual Vaganza announced haben, bis zum bitteren Ende einmal alles als Highlight-Reel sozusagen gespeichert. Wer da nochmal Bock drauf hat, so gönnt euch. Und ansonsten gibt es dort natürlich auch die Decklisten, also der Casual Vaganza, auch die Top-Breakdowns, alles entweder hier im Discord, irgendwo. Alles unten in der Beschreibung oder bei mir auf dem Instagram. Also, da genau, zurück zum Top-Cut und zurück zur EM. Genau, also jetzt, das war jetzt vom Top-Cut. Wenn wir jetzt aber auf jeden Fall gucken, jetzt mal auf unser
dingspezifisch. Wir haben ja vor allem jetzt mal T-Elements. Wir haben jetzt mehrere Varianten gesehen. Wir haben Branded T-Elements gesehen. Wir haben T-Elements Pure gesehen. Ich war der Meinung, dass die Branded Variante die bessere wahrscheinlich ist. Jetzt ist es aber so, Pure spielt halt mit zweimal Shadol, mit Winner mit drinne. Von dem her, vielleicht habe ich mich auch irgendwo täuschen lassen, weil ich fand halt Branded T-Elements halt komplett insane, weil eine Branded Fusion und du bist komplett off to the races, kannst loslegen und hast halt alles, was du möchtest. Das ist schon krass. Ich bin mir nicht sicher, wer die bessere Variante ist und welche ihr jetzt auf der EM hier mehr sehen werdet. Auf jeden Fall war einfach nur eine grandiose Leistung von Meckel, der jetzt hier abgeliefert hat. Auf Branded hat ja, glaube ich, was den dritten Platz damit jetzt belegt. Dritten oder vierten oder so. Drei. Muri war auf 4. Muri mit Sprite war auf 4. Genau. Von dem her weiß ich nicht, welche ihr da mehr sehen wird. Ich kann nur sagen, beides korrekt an die Barrier. Ja, so sieht es tatsächlich aus. Oder an Shifter. Ich bin mir auch noch unschlüssig. Ich meine, das ist das Schöne, wenn so ein neues Deck rauskommt, auch bei Sprite. So muss ich erstmal finden, bis das Deck solved ist. Und das findet sich gerade. Es gibt unterschiedlichste Varianten, was ich extrem cool finde. Auch gesund fürs Spiel. Also Winder ist halt, was willst du machen, Alter? Und vor allen Dingen, wenn du es auch noch schaffst, im gegnerischen First Turn durch, wie heißt die, Havness, Discard. Dem Gegner dann auch noch eine Winder zu setzen. Ja, da spielt der Gegner halt nicht so lange mit. Und das ist, ist tatsächlich tricky zu sagen, aber wir haben, das fand ich cool, dass es halt nicht 10-mal dieselbe Liste war. Wir haben wirklich unterschiedlichste Listen gesehen. Ja. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Side-Decks sahen sehr, sehr interessant aus, waren teilweise spicy Text dabei, wo du sagst, wo hat eine Leak-Karte gefunden? War schon cool, ja. Was wir auch oftmals im Side gesehen haben, ist Deck-Death-Virus, Deck-Devastation, einfach nur, weil sie so viel Respekt vor Sprite hatten, die ganzen Leute. Ich sag's, wie es ist, ich habe das Ding nicht einmal resolving gesehen, ich habe das Ding irgendwie nicht in Aktion gesehen, also das Ding war irgendwie so nur ein Klotz im Side. Ich finde, das Ding ist halt auch nur gut gegen Sprite und sich. Spielt kein Deck Death Virus, Leute. Spielt kein Deck Death Virus. Also ich finde es auch nur so lauwarm, das Ganze, to be honest. Und A Pointer haben wir oft gesehen. A Pointer of the Red Lotus. A Pointer ist super, aber ich finde aber auch A Pointer tatsächlich im Side-Deck super. Einfach nur, weil Leute alle, jeder und seine Mutter, maint momentan Dark Ruler oder das Ding Minimum im Side-Deck, aber am besten natürlich im Main. Was willst du machen? Dann machst du den Deck, A Pointer und reißt halt den Dark Ruler aus seiner Hand raus vom Gegner und dann heißt es, okay, viel Spaß, break my board. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Von dem her. Ja, da gab es einen legendären Moment von Muri. Ja. Was hat denn der gespielt gehabt? Der oh Fall, Gott, ja! Was war das? Sprite, erstmal ist er mit Sprite first gegangen, setzt A Pointer, flippt den Pointer in gegnerischen Turn und er hat, glaube ich, einen Sphere-Mode auf der Hand. Ja, das war. Die Crowd ist wild gegangen in dem Moment. Die Crowd ist wild gegangen. Alter. Genau, Dinomorphia war das. Dinomorphia. Ja, genau. Und dann kam auch noch dazu, ich glaube, das war ein Spiel später, Red Reboot auf Judgment. Ja. Alter, wie gut war das denn bitte? Das war so unfassbar nice. Und der Dinomorphia-Spieler hatte Set 5. Der kann sich nicht mal eine weitere Trap aus dem Main Deck setten. So, null. Gar nichts. Der hat ein komplett totes Feld und Muri geht halt voll rein, comboed rein ohne Ende. Keine Handtrap, gar nichts. Ja, bitteschön. Ja, da ist er einfach nur durchmarschiert. Also, das war insane Moment. Also, war geil anzuschauen. Wirklich, der Chat ist durchgerattert. War wirklich lustig. Also, das war auch so ein Moment, wo man sagen muss, geil. Aber ich glaube tatsächlich, mein Highlight, vor allem mein Highlight-Spieler, auch, muss ich sagen, bin ich ein bisschen befangen gewesen. Also, erstmal sind ja meine Jungs hier von den TCG Online Locals hier am Start gewesen. Einmal der gute Conan, der das Ding gewonnen hat. Einer Judges aus meinem Team. Und natürlich aber halt Didakt. Er ist ebenfalls bei uns als Tournament-Organizer tätig bei den TCG Online Locals. Der gute Mann hatte wahrscheinlich den spicigsten Haufen eines ganzen Tages gespielt. Das war Mutant, Goti, Dogmatica ist er mit rein. Und das Board war so nutty, was er hingesetzt hat. Und dann hat wirklich auf alles eine Antwort gehabt. Und er ist tatsächlich in die Top 8 mit dem Haufen gekommen. Einfach nur, weil es halt ein Deck ist, weil es A, nicht an Sense und Co. verreckt. Einfach nur, weil du hast halt auch deinen ganzen Scheiß im Main Deck, was du machen willst. Du spielst die Goti-Karten nur als Engine drin, dass du deinen Gegner-Turn von mir aus das komplette Board wegbanischen kannst, mitunter. Dann hat er noch eine Dogmatica-Engine mit drin gehabt, dass er halt wirklich den Control-Part von Dogma mit drin hat. Es war so geil mit anzusehen. Und natürlich, wenn er einen Shifter halt auf der Hard-Starter hat, ist halt auch GG gewesen.
jedes Mal. War ultra gut, hat richtig Bock gemacht, das Deck. Und ich wünschte mir, weil er musste halt droppen, weil bei ihm der Feueralarm ausgelöst wird. Und ich frage mich, wie hätte das geendet, wenn der gute Mann wirklich hätte durchspielen können. Hätte er es in die Top 4 geschafft, hätte er nicht sogar irgendwie so den ersten Platz gemacht. Weil Shifter fickt. Shifter fickt halt einfach. Es war zu dem Zeitpunkt nur noch ein Sprite-Spieler im Top-Card. Sprite kann somewhat unter Shifter agieren. Darf man nicht vergessen, es gibt tatsächlich Sprite-Spieler, die haben Shifter im Side. Gibt's auch. Ist zwar jetzt nicht unbedingt das geilste der Welt, aber ja. Aber ein Shifter versus Tier Elements. Oh, this one hits different. Weil das kann überhaupt nicht agieren, das Deck darunter. Von dem her, ich wünsch, ich hätte mich gefragt, wie weit wäre die Duck gekommen mit seinem Goatee Mutant Dogmatikerhaufen. Ja, das Schöne an so einem Deck ist halt auch einfach mal, keine Sau weiß, was der Deck macht, Alter. Korrekt. Normal Summon M45, WTF, so. Den kannst du negieren, dann wird er als Tribut angeboten, dann fragst du dich, okay, was passiert jetzt? Ach, keine Ahnung, negiere ich mal nicht. Zack, hast du einen Spell Negate, der nicht durch Monster-Effekte getargetet werden kann auf dem Spielfeld. So, hast du so, ach so, ja, okay, cool, hätte ich bloß negated. Also das ist dann bei so einem Deck wie Mutants, vor allen Dingen halt auch die eine Trap, die dir halt diesen... Die Fusionsmonster aus dem Extra-Deck irgendwie aufs Spielfeld ballert und so. Das sind halt Sachen, wenn du dich nicht damit beschäftigst, rechnest du einfach nicht damit. Und selbst wenn du bei Mutants Interrupted hast, hat er in die Hände geklatscht und hat gesagt, ja, klar, Nadir Servant. Ja. Und dann hat er D-Line gespielt. Deswegen, das ist schon auch gut gebaut, mutig gebaut auch. Klar, kannst du wahrscheinlich auch gut bricken, so. Wird er mir wahrscheinlich gleich im Deck-Profile erzählen, was wir gleich zusammen machen. Ich finde, also für mich super mit anzusehen, weil es einfach zeigt, seid mutig. Seid mutig da draußen mit eurer Deckwahl. Nur weil irgendwer im Discord schreit, der Deck hat noch nie was getoppt. Not gonna lie, das ist alles scheiße, was ich da im Main Deck sehe. Nein, Alter. Nein, weil spätestens in dem Moment, wo dann wieder der großartige Pack oder irgendein anderer Super-Duper-Spieler irgendein Deck-Profile präsentiert, wo die Karte dann wieder ihren Platz findet, dann auf einmal wieder, ah ja, stimmt, Pack hat ein Deck-Profile gemacht, die Karte ist super wichtig, muss man spielen. Nein, Mann, fickt euch, wirklich. Jeder Einzelne fickt euch, Alter. Wenn ihr, also das Deck muss funktionieren, ne, das ist Voraussetzung, aber wenn ihr an ein Deck glaubt und so viel Zeit investiert, wahrscheinlich wie der gute Didakt da rein investiert hat, probiert hat, verschiedenste Engines miteinander zuzuwerfen, zusammenzuwerfen, sodass sie auch wirklich miteinander funktionieren. Alter, dann lasst euch nicht von irgendeinem x-beliebigen Spacko bei mir oder bei Nivska auf dem Discord erzählen, das spielt man so nicht, das muss man auf 3 spielen. Halt die Fresse, Mann. Sorry, kurz mal Rage-Mode. Ja, nee, verstehe ich absolut die Aussage, so was du da so von dir gibst. Also, ja. Auf jeden Fall zwar schon geil mit anzusehen. Und alles, was du mir sagst, ist Neo Spatians Best Deck. Dass wir da mit Neo so reingehen. Ja, also, nochmal, weil ich bin immer noch auf dem Trip. Pass auf, ich bin auf dem Trip. Dafür ist Yu-Gi-Oh! Da. Klar kann man nett decken. Aber Yu-Gi-Oh! Ist dafür da, aus 10.000 Karten sich 40 zusammenzuwerfen, die miteinander gut funktionieren und mit denen man seinen Spaß hat und mit denen man im Optimalfall auch gut performt. Klar, wenn man das Deck scheiße baut und man nicht performt, muss man sich einfach eingestehen, sorry, habe ich scheiße gebaut, ich baue das richtig beschissen, Net-Decke lieber, macht mehr Sinn, habe ich mehr Spaß am Spiel. Aber ansonsten, das ist die Quintessenz von Yu-Gi-Oh! Ich werfe 3 Engines zusammen, mache noch Spice Inside Deck, guck, was ich noch ins Extra-Deck integrieren kann, und dann gehe ich einfach mal Top 8 bei einer Casual Vaganza von 150 Spielern, wo echt viel Meter vertreten war. Ne? Genau. Also von daher, gut ab. Jawohl, also das kann man schon so alles sagen. Also war cool, das war wirklich so eine Deckliste, die hat es bei uns reingeschafft. Was wir auch schon hatten ist, ich glaube, Earth Machine war ebenfalls in der Top 8. Oh, ja, auch sehr interessant. Ja, hat auch sogar mit den neuen Vernalizer-Karten gespielt. Wie funktionieren die Vernalizer-Karten? Folgendes, du kannst sie und eine weitere Karte abwerfen, dann kannst du einen aus dem Deck specialen. So grob funktioniert Vernalizer. Das Ding ist, wir haben es, glaube ich, beobachtet. Ich glaube, das war am Ende von Day One irgendwie so. Das haben wir, glaube ich, Earth Machine. Haben wir beide auch nochmal geguckt mit Dragon Link, wo wir es, glaube ich, geguckt haben. Wie der gute Mann sich seinen Weg in den Top-Card reingearbeitet hat. Was halt wir dann ein bisschen so disgusting war, dann, es war Brave D-Link. Er hat sich den Weg in den Top-Card nicht unbedingt mit seiner Engine verdient. Und das ist etwas, das ich auch schon mit einem YouTube-Video erwähnt habe. Und zwar folgendes.
Gegner geht rein mit seinem Startplay, was ist das, Rite of Aramesia, Gegner flippt halt fucking Rivalry, du bist jetzt gelockt in Fairies, cool, ist richtig geil, in einem Dragon-Deck. Kannst halt überhaupt nicht weiter drunter arbeiten und das ist halt so mein Problem, was ich ja schon immer wieder mal angesagt habe. Leute, ich find's scheiße, wenn nicht der bessere Spieler gewinnt. Ich will dem Typen jetzt hier auch nicht unbedingt hier seine Fähigkeiten zum Spielen. Nein, der Typ hat's ja in den Top 8, in den Top 16 geschafft. Er hat was drauf, so ist es nicht. Er ist besser wie 140 andere Spieler oder sowas. Nur, ich find's scheiße, wenn du massive Combo-Decks hast, die gute Boards hinbekommen, wenn die halt noch Floodgate spielen können. Ich find's... das hat zumindest... Und dahingehend, also ich finde, da entwickelt sich auch Yu-Gi-Oh! Gerade hin, weil der Engine-Core oder der Deck-Core, den du brauchst, der wird immer kleiner. Also du hast gefühlt, so bei den sagen wir, Top-Meter-Strategien... Fucking Sprites in 10 Karten oder sowas. Genau, also und selbst bei Marine Systems 20, das bedeutet, ich habe 20 Non-Engine-Karten, ne? Engine-Karten. Das heißt, ich habe 20 Non-Engine-Karten noch zur Verfügung, da kann ich alles reindrücken, worauf ich Bock habe. Ob's Floodgates, Handtraps, Powerspells, egal was, alles geht da rein. Und das siehst du gerade an den ganzen Top-Decks, also all die Decks, die toppen, die gehen genau nach diesem Muster. Guckt euch mal Punk an. Also Punk ist absurd. Ich habe ein paar Decklisten gesehen. Alter, 18 Handtraps. Ja, plus der Brick für die Gammas. 10 Handtraps. Was ist das für ein Deck? Das habe ich zum letzten Mal bei Skystriker gesehen. Und das hat auch nur, glaube ich, 10 Karten Engine so. Also das ist schon heftig. Du gibst Full Combo, dann endest du noch mit 2 Handtraps und einem Floodgate verdeckt. Sorry, was willst du denn da machen? Ja, also das finde ich jetzt auch nicht so wirklich geil. Also, wenn sowas ist, ja, ich mag Combo. Ich bin Combo-Spieler. Ist das nicht so, als ob ich nicht auch schon mal Control gespielt habe in Form von Dino Mafia mit Floodgates, blablabla, ich weiß. Aber in der Regel, ich finde halt, Floodgates haben halt nicht so in massiven Combo-Decks zu suchen, wo du halt schon dein gigantisches Negate-Board hast und dann flippst du halt nochmal ein Floodgate. Das ist halt wirklich zum Kotzen, wenn es halt rundherum funktioniert. Aber das Problem ist halt, es funktioniert da. Aber darum hat es ja auch der gute Herr sich auch so in den Top-Cards halt so seinen Weg reingeholt. Aber auf jeden Fall auch hier gut gespielt. Und was ich mega gut fand von ihm, also Shoutouts gehen an dieser Stelle nochmal raus. Namen habe ich vergessen, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Da gab es zu viele Namen in dem vergangenen Wochenende gelesen. Der hat dann tatsächlich von der Vorrunde, also vom Samstag, da hat er so ein echt skurriles Set gehabt, so schräg von der Seite irgendwie gefilmt wurde. Und der hat dann zum Top-Cut sein Setup angepasst. Und da muss ich sagen, Hut ab so, tatsächlich aus eigenen Fehlern gelernt oder einfach keine andere Möglichkeit gehabt. Jetzt hat er die Möglichkeit geschaffen und da hatten wir tatsächlich ein ganz normales Setup, wo du von oben drauf gucken konntest, was es vor allen Dingen auch dem gegnerischen Spieler ermöglicht und erleichtert, also den Game-State einfach mal nachzuvollziehen und zu verfolgen, weil du immer die Karten siehst, die da sind. Deswegen, also Hut ab an der Stelle, falls du im Chat bist, falls du das hörst, irgendwo auf Spotify, Respekt. Danke dafür. Genau, war mega. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch so für Events gehabt? Also, was ich ja sagen muss, dann Day 2 habe ich ja auch mit Albertin zusammen gestreamt. Da waren ja der gute Mann und ich dran. Und, also, reden wir über das Finale. Ich weiß nicht, wie viel hast du davon mitbekommen? Hast du den Stream geguckt? Hast du den Stream geguckt? Nee, ich hab die ersten Runden mitbekommen vom Top-Cut und das Finale habe ich leider verpasst. So, folgendes, das Finale. Albertino und ich hocken im Call und haben das gemacht, weil du ja keine Zeit hast, darum hat er mit mir Day 2 auch gestreamt. Es war Branded Tier Elements versus Tier Elements, glaube ich. Leck mich am Arsch. Und ich habe das Game gesehen und ich habe niemals so wenig Bock auf ein Mirror bekommen, wie das Tier Elements Mirror. Das war ja absolute Shitshow. Und natürlich, das war sehr gut gespielt. Nur das Problem ist, egal was du machst, die Scheiße vom Gegner triggert. Es ist komplett egal. Okay, du hast die Superpolis, haben die sich um die Ohren gehauen. Oh, du hast meine Kid Kalos weg, die Superpoli. Cool, Effekt Kid Kalos, Mill 5. Hol mir nochmal was. Dann, okay, jetzt hast du das gemacht. Und, das war nicht geil. Also, das ging ja wirklich auch in Time. Und es war jetzt im Nachhinein so, dass im Endeffekt das, was Conan dem Gewinner der Non-Cut-Vaganza den Win reingeholt hat, vor allem folgendes, dieser Madman hat gedacht, er hat keinen Bock auf die ganzen Traps von das ist die Elements. Das hat er Red Reboot reingesided. In den letzten 90 Sekunden zündet er das Red Reboot, halbiert seine eigenen Lebenspunkte und versucht und geht dann über einen Chimera-Play rein und hat es dann noch geschafft, in den letzten 10 Sekunden reinzugehen für Game. Und das
Ich sag's dir, wie es ist, also wirklich, Aubusin und ich, wir sind da, der Schweiß floss einfach nur, weil du konntest nicht mal bei dem Game-Set richtig aufpassen. Also Game 1, also Game 2 und Game 3, die waren wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Nur, Deni, ihr Game 1, wir hatten eine Stunde Timer, wenn ich richtig im Kopf habe. Und von einer Stunde waren sie irgendwie 33 Minuten in Game 1. Das war eine Scheiße, sage ich dir. Das war das grindigste Match, was ich je gesehen habe. Also dagegen ist ja das Flander Mirror noch als Spaß zu betiteln. Boah! Ja. So ist es. Was willst du machen? So, das war ja tatsächlich schon zu Despair-Zeiten. Also ich meine, Despair ist immer noch da, so, aber als Despair überall rumrannte, war ja genau dieselbe Nummer. Egal, was du weg superpolierst oder in den Graveyard drückst, der triggert alles im Friedhof nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Egal, wie du es, du kannst es eigentlich nur ins Deck zurückmischen. So. Und selbst da, warte mal, dann triggert doch die Trap, die Spell, die Field Spell, oder? Ja. Von Telemens. Also von daher, ist anstrengend. Weil kriegst du nicht zu packen. Weil irgendeinen Tod musst du sterben, wenn du gegen so ein Deck reingehst. So, an dieser Stelle machen wir einen ganz harten Cut. Wer von euch Part 2 des Podcasts hören möchte, der springt jetzt sofort rüber zu Nivska auf den Kanal. Dort könnt ihr euch Part 2 gönnen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit für euch, das Ganze sich bei Spotify anzuhören. So sieht es nämlich aus. Wir sind auch auf Spotify unterwegs. Dort gibt es den ganzen Podcast in voller Länge. Damit auch genug von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.